Sie sind Attacking Viking und Sie sind aber auch World Cup Rebel. Wie viel Attacking ist schon möglich mit Ihrem verletzten Fuß? Ist das alles völlig ausgeheilt? Alles ist beim Skifahren alles okay. Also ich fehlt ein bisschen Training noch, speziell im Riesensalm, aber sonst, also wenn wir im Lake Louise sind, dann 100%. Also dann ohne richtige Attacke gewinnt man kein Rennen. Und das ist, was Spaß macht, ist um den Sieg zu mitfahren. So, das ist mein Ziel, so schnell wie möglich zurück in diese Position kommen. Und Sölden, ist das so ein bisschen das Warm-up für die Speed-Saison oder ist da auch der Rennfahrer in Ihnen, der mehr erreichen will, sogar auch in Sölden? Ja, sowieso, man will immer mehr, also so viel wie möglich. Aber das Wichtigste ist schon die bisschen Rhythmuskommen, dass ich bereit bin für die Rennen, wo ich um den Ziel mitfahren kann. Also, und das ist momentan nicht im nächsten Saison, aber werden wir schauen, was möglich ist. Wie groß ist der Vorteil, wenn Sie Comeback machen, eben wenn Sie einen sehr starken Teamkollegen haben mit Jettil Jansrud? Wie wichtig ist das im Training? Training auf hohem Niveau ist wichtig, mit Qualität. Und momentan gibt es in Speed keinen besseren Vergleich als Jettil. So, da haben wir beide ein bisschen Glück, die haben wir gehabt die letzten paar Jahre. Wir sind beide auf einem guten Niveau und dann sind die Trainings sehr, sehr gut. Sie haben sich vor einem Jahr kurz vor Sölden verletzt, jetzt ist es Dustin Cook und Anna Fenninger. Können Sie das nachvollziehen? Ist da irgendwie etwas speziell in der Woche vor Sölden? Ich glaube schon, es ist nicht ganz zufällig. Also, man probiert immer gute Bedingungen zu machen, das heißt, wird viel mit Wasser präpariert, aber wird teilweise sehr gut, teilweise nicht so gut, das heißt, dass die Bedingungen sind von Kurve zu Kurve oft ein bisschen unterschiedlich und alle haben ein bisschen Stress, wollen das Letzte rausholen vor Sölden. Also, und alle sind auf dem gleichen Gletscher oft, also zwei, drei Gletscher. Das heißt, zwischen die Strecken ist es auch sehr, sehr eng. Also zufällig ist es sicher nicht. Das ist nicht nur dieses Jahr, aber viele Jahre ist leider so viele Verletzungen passiert, genau in dieser Woche oder die letzten zwei Wochen. Und das, da muss man vielleicht ein bisschen schauen. Wünsche ich Ihnen eine gute Saison. Okay. Danke.